Klobenstein befindet sich die Wallfahrtskapelle Maria Klobenstein. Der Sage nach stürzte hier einmal ein riesiger Felsbrocken herab und heilte sich gerade noch rechtzeitig vor einer Bäuerin. Als Dank für dieses Wunder ließ sie diese Kapelle errichten. Etwas unterhalb davon liegt die Gaststätte Klobenstein. Ein herrliches Ausflugsziel, das mit seinen Terrassen auf verschiedenen Niveaus angelegt zum Verweilen einlädt. Unser Weg führt uns jetzt weiter in die Schlucht der Großache. Hier direkt über dem Durchbruch der Ache spannt sich eine Seilhängebrücke mit einer Spannweite von 33 Metern. Diese wurde, nachdem sie 2013 komplett weggespült wurde, nun erneuert. Der Klobenstein ist der Zentralpunkt auf der Wanderung zwischen Schleching und Kössen auf dem sogenannten Schmugglerweg. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier viel geschmuggelt, Kaffee, Zigaretten und Rum. Sogar Käseleibe sollen zwischen Kössen und Schleching transportiert worden sein. Insgesamt wird dieser Handelsweg aber schon seit mehr als 2000 Jahren benutzt.